Das werde ich als Folge 0 hochladen, weil es eben nur der Trainingsraum ist. Und jetzt neues Spiel. Jetzt machen wir natürlich mit einfach weiter. Ich will das Spiel ja sowieso zeigen, deswegen nur auf einfach. Und manche Stellen, glaub mir, die werden noch ganz schön lustig werden. Also dann, auf geht's in Half-Life Opposing Force. Nachdem der Server erstellt wurde. Also dann, Half-Life Opposing Force. Das guckst du. Weiter nach Sektor 112 zu entdecken. Rendezvous mit Alpha, Bravo, Tango. Ende. Verstanden, Raku. Wo sind wir überhaupt? Wieso? Der Pilot schickt uns doch direkt zu deiner Mama. Bis jetzt sieht alles ganz normal aus. Ah, doch die Klappe, Chats. Was ist immer so gut. Hey, riechst du das? Was? Riecht schon wieder wie ein Babysitter-Job, Mann. Ihr spinnt ja wohl. Das ist doch ganz klar ein Trainingseinsatz. Warum hätten die sonst unsere Order so lange geheim gehalten, hä? Ja, was soll der Quatsch eigentlich? Wir müssen uns in die Schotten hier reinquetschen. Keiner sagt uns, was abgeht. Person Adrian Shepard, männlich, 20 Jahre. Ihr haltet eure Order, wenn wir die LZ erreicht haben. Verstanden, Soldat? United States Marine Corps. Ja, jawohl, Special Force. Echt widriger Corporal. Soll es endlich Action geben? Kampfeinheit für gewarnt worden. Es wird ein bisschen eng hier drin. Mission geheim. Wenn das wieder so eine Rettungsaktion ist, dann bin ich echt sauer. Mann, ich wäre auch sauer, wenn ich einen blöden Arsch retten müsste. Ah, das sind doch Kollegen. Negativ, Bus 7. Ich stehe irgendwelche Aktivitäten da oben, kann aber nicht erkennen, was es ist. Was ist das denn? Oh oh. Oh, oh, wow, oh, wow. Oh. Hat uns erwischt. Wir sind getroffen. Na, das ist ja ein super Anfang. Nur wo sind wir? Oh Gott, ich. Was ist hier los? Hilfe, hallo? Gut, ich bin schon mal sicher. Schnell! Oh, verdammt. Wir sind schwer getroffen. Laden, 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 laden. Ist hier gut, laden, laden, laden. Willkommen, Black Mesa. Hier. 5, 1, 2, 4, wir haben es so geschafft. Verdammt. Oh, Schneewittchen ist aufgewacht. Sie sind Corporal Shepard, stimmt's? Ich habe das Schild auf Ihrer Uniform gelesen. Bin ich froh, dass meine Wiederbelebungsversuche nicht umsonst waren. Für den anderen kann ich das leider nicht behaupten. Ich fürchte, verdammt. Sie hatten einen ziemlich üblen Unfall. Die meisten ihrer Freunde haben es nicht geschafft. Ich hatte gehofft, dass ihr Soldaten gekommen seid, um uns zu retten, aber jetzt sieht es so aus, als säßen wir alle in derselben Patsche. Ich glaube, ich habe in der Nähe, wo ich sie gefunden habe, ein Funkgerät gesehen. Vielleicht können sie hingehen und um Hilfe funken. Ich kann sie ausprobieren. Der Kollege hat es auch nicht geschafft. Also, wir sind in Black Mesa angekommen und wir haben ihn gerade schon Vortigons gesehen und ganz viele andere Aliens gehört. Das heißt, Gordon hat schon sein Experiment durchgeführt und wir stecken nun in der Haut eines der Soldaten und sehen die ganze Geschichte von Black Mesa mal aus einem anderen Punkt. Na, dann schauen wir doch mal, was wir hier noch alles erleben werden. Hier sieht das natürlich nicht gut aus, aber wir müssen hier durch. Ja, hier haben sie noch ein paar Leute von uns gefunden. Strategie finden Sie nicht auch? Haben Sie jemals eine so fantastische Spezies gesehen? Die
Diese Krebswesen können das Nervensystem ihres Wirts völlig kontrollieren. Können Sie sich vorstellen, wie die nächste Stufe dieser Mutation aussehen wird? Ich will es mir gar nicht vorstellen, Doc. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Okay, hier können wir nicht durch. Aber wir müssen einen Weg finden, zu dem Funkgerät zu kommen. Hey, Doc! Hey, Doc! Ich würde dir gerne helfen, aber ich kann nicht. Lauf! Verdammt. Wow! Hi. Wow. Ich geh da mal. Den würde ich über meinen Kamin hängen, wenn ich einen hätte. Hey, klar, hi. Als Team sind wir besser. Cool. Lieber Shepard, du hast die Panzerweste also gefunden. Damit dürftest du da draußen einigermaßen sicher sein. Also, ich habe gerüchteweise gehört, dass ihr Jungs uns hier vielleicht nicht retten sollt. Vergesst einfach nicht, dass wir noch hier sind. Na gut, dann mal los. Keine Sorge, wir vergessen das schon nicht. Ah, mein Ruf eilt mir also schon voraus. Komm mit, Jess, hopp. Ich brauche deine Unterstützung. Lass mich hier nicht allein. Okay. Ich will nicht alleine sterben. Na super, er folgt uns also nicht, aber wir haben hier schon mal unsere erste Waffe. Wir kommen hier leider auch nicht so weit vorbei. Und hier haben wir wieder einen mit Laser, natürlich. Ein mit unterher. Wow! Hier geht langsam auch wieder alles den Bach runter. Oh, ups. Ups, ups. Wollte ich gar nicht. Wow, Headcrabs. Na dann kommt daher, ihr Scheißviecher. Erwischt. Anders können wir uns ja gerade nicht wehren. Wo ich schon getroffen hatte, egal. Wir springen mal rüber. Oh. Ein Schlag und die Viecher sind tot. Sehr gut. Oh ja, Energie, die können wir jetzt aber auch gebrauchen. Ganz viel Leben, sehr schön. Wir können alles mitnehmen, was wir hier bekommen. Geht's weiter. Okay, hier sind einiges an Mitteln für uns. Am besten finde ich ja eh diese Rohrzange, die wir hier haben, als Waffe. Ich hoffe, wir bekommen auch langsam demnächst mal eine Schusswaffe, denn ich glaube, ohne die werden wir hier nicht lange überleben können. Okay, sieht nicht gut aus hier. Nein, 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 nein! Oh, 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 oh! Boah! Also wenn das nicht knapp war. Wenn das nicht knapp war, dann weiß ich aber auch nicht weiter. So. Nein! Hey, das ist eine Waffe. Kommen wir da runter? Oh, oh, oh. Ja, das war jetzt eigentlich nicht die Idee, aber gut. Hey, wir ziehen das Ganze nochmal ein bisschen in die Länge. Ich muss doch irgendwie da runterkommen. Das können wir irgendwann anders nochmal herausfinden, ob man da runtergekommen wäre oder nicht. Nein! Also ich fühle mich hier langsam wieder verarscht. Ich bin wieder zu blöd, unseren lieben Kollegen hier zu steuern. Aua. Und tue mir bei selbst einfachen Sprüngen ganz schnell mal weh. So, jetzt funktioniert das aber. Hopp, einmal rüber, genau. So. Wir haben eine weitere Waffe bekommen. Sehr schön. Hallo, Headcrab.
Oh yeah, und die Musik fängt auch wieder an und wir brauchen... Ah, brauchen wir gar nicht. Hier ist Nachtsicht. Hier ist unsere Absturzstelle. Ist hier irgendwo eine Waffe? Scheinbar ja nicht. Kommen wir leider auch nicht vorbei. Oh, das ist ja unser Strom. Au, ah, hihi. Ups. Ah, hier können wir aber rein. Oh ja, das können wir. Noch erwischt. Alter, wie viele kommen denn da raus? Hilfe. Okay, schnell weiter. Okay, wir wechseln mal ein bisschen die Waffen. Und schauen mal, was wir hier alles noch so drin finden. Munition finden wir schon mal, das ist... Du Vollidiot! Der Typ hat doch gesehen, was da dran war, oder nicht? Ah, mit dem Messer geht das doch gleich viel schneller. Oh Mann, der Typ war sehr schlau. Der hat gesehen, dass da was dran ist und dass da Strom drauf ist und berührt trotzdem. Hallo, das ist natürlich eine extrem blöde Ecke hier. So sehe ich das jedenfalls. Ich würde hier nämlich ungern sterben. Ich möchte hier überleben und alle anderen... Na, ich weiß noch nicht, ob ich sie retten soll oder vielleicht töten soll. Ich habe mir das Ganze noch nicht so richtig klar gemacht, was wir hier eigentlich tun sollen. Wir haben auf jeden Fall jetzt unseren Revolver. Wir müssen hier den Generator ausschalten, weil ich das gesehen habe. Genau, somit wäre das hier alles... So viel zu dem Strom hier. Der Kollege hat es natürlich nicht geschafft, aber wir haben jetzt unsere Waffe und ich hoffe, wir können jetzt bei der anderen Ecke dahergehen. Oh, ich wollte gerade schon schießen. Ah, wir nehmen mal lieber als Zweitwaffe. Holy Mother of God! Alter, was geht? Woo! Bartigans! Ich hasse die Viecher immer noch. Die tauchen immer dann auf, wenn man sie gar nicht gebrauchen kann. So, ich glaube, ich mache hier erstmal gerade alles kaputt und dann schauen wir mal weiter. Es dürfte, glaube ich, eine bessere Idee sein. Vielleicht kriegen wir noch irgendwo Energie her, die wir gerade auch brauchen könnten. So, wir machen mal alles kaputt hier. Oh, nochmal Munition, sehr schön. Also dann funken wir doch mal ein bisschen. Schöpfer, Sie leben noch. Hören Sie, uns hat es ziemlich übel erwischt und wir haben den Befehl, uns zurückzuziehen. Wiederhole, wir ziehen uns zurück. Anscheinend haben Sie mit Black Mesa jetzt was anderes vor. Wenn Sie es schaffen, durch das Transitsystem zu kommen, können Sie vermutlich die Oberfläche erreichen. Und da holen wir Sie dann raus. Viel Glück. Ende. In Ordnung, Transitsystem, das wird ja, denke ich mal, hier runtergehen, ne? Also dann, das wird ja noch eine lustige Aktion hier. Ich sehe schon, wir werden hier unseren Spaß haben. Und mit unserer Waffe kommen wir aber auch gut voran. Okay. Da ist alles verschüttet. Und wir müssen scheinbar noch weiter nach unten. Stimmt das? Oder können wir auch hier weitergehen? Wir können auch hier weitergehen. Gab es hier nicht diesen einen Kollegen, der noch ein bisschen Munition für uns da hatte? War der das oder war der das? Das war knapp. Schrotflinte! Sehr schön. Mit der Schrotflinte kann ich eigentlich auch immer ganz gut arbeiten. Ruhe da unten. Das ist mein Gebiet hier. Ach, hallo! Du Kollege, machst mir auch keine Sorgen. Aua, das war nicht so gut, aber... Jetzt geht es noch recht gut. Ups, falscher Knopf. Was gibt's hier so? Oh, oh, ich habe schon wen gesehen.
Nur so geht das, nur so geht das. Und was gab's hier unten? Hier unten gab's nichts! Okay, wir sind alle schwer getroffen, so wie wir das eben gerade über Funk mitgekriegt haben. Nicht nur uns hat es erwischt, sondern auch den Rest. Somit sollen wir uns zurückziehen. Dann schauen wir mal, wie schnell wir uns zurückziehen können. Was haben wir denn hier? Wir speichern mal kurz. Das hier sieht nämlich etwas ungesund aus, deswegen möchte ich nicht gerne da reinfallen. Wow! Wow! Wow, 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 was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Wow, Alter! Was war das denn? Alter! Was geht denn hier? Gut, dass wir gespeichert haben. Ah! Wo bin ich denn hier eigentlich sicher? Wow! Wow, was geht? Was geht hier? 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 Alter, geht alles kaputt. Wie sieht ihr mal sowas von am Arsch? Alter, was geht denn hier ab? Ist das nicht der G-Man? Der fucking G-Man! Ich will hier raus! Danke, G-Man! Danke, G-Man! Das Ding hinzu! Moment, G-Man! Komm mal her, Kollege! Komm mal! Oh. Okay, der hat uns, glaube ich, gerade das Leben gerettet. Ich frage mich gerade nur, warum. Vielleicht hat er auch was mit Adrian Shepard vor. Wer weiß das schon ganz genau? Niemand weiß das so genau, was der G-Man alles vorhat. Geh mal lieber hier drauf. Gegner sehe ich ja hier soweit nicht. Oh! Na, jetzt regst du mich ja! Haha! Ihr habt nicht gedacht, dass ich von hier oben komme, hä? Wow! Okay, so schnell genug konnte ich da leider nicht reagieren. Wow! Holy Mother of God! Wo kommt ihr denn alle her? Das ist ganz schön knapp hier alles. Ah, das Ding hätte ich mal lieber hochjagen sollen. Aber naja, man weiß immer erst später Bescheid, was gut gewesen wäre. Okay. Ja, hier oben hat es leider nicht gereicht für den Kollegen hier. Aber ob das unser Kollege ist, naja gut, das lassen wir mal hingestellt. Wir ziehen das jetzt gerade mal ein bisschen hier rüber. Wir müssen ja irgendwie da drüben hin, glaube ich. Können wir das Tor aufmachen? Hier können wir soweit eigentlich nichts aufmachen. Ach, wir müssen da drüben hin. Mensch, sag das doch mal einer. Tada! Ich mache auch alles gerne mal kaputt. Okay, wir müssen das Teil also weiter nach links schieben. Also dieses Hebebühnengetöns da. Nein, andere Richtung, andere Richtung. Jetzt genau.